Schneewittchen. Schneewittchen. Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Holz hatte, und sie nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, da stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich: Hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an meinem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie das Ebenholz ihres Rahmens und ward darum das Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, daß sie an Schönheit von jemandem sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor ihn trat und sich darin beschaute, dann sprach sie Spieglein, Spieglein, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagt. Schneewittchen aber wuchs heran, und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahr alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel wieder fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie Unkraut in ihrem Herzen immer höher, daß sie Tag und Nacht keine Ruhe fand. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald, ich will es nicht mehr vor den Augen sehen!« du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen bringen.« Der Jäger gehorchte und führte es hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, da fing es an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben, ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen.« Und weil es so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach, so lauf hin, du armes Kind. Die wilden Tiere werden dich bald fressen, dachte er, und doch war's ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht hatte töten brauchen. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin. Der Koch mußte sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber verspeist. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseelen allein und ward ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere folgten ihm, aber sie taten ihm nichts. Es lief so lange nur die Füße tragen wollten, bis es bald Abend werden sollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich auszuruhen. In diesem Häuschen war nun alles sehr klein, und so zierlich und reinlich. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit einem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäbelein, und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken lagen darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig war und dürstig, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht allein einem alles wegnehmen. Hernach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte so recht. Nur im siebten Bettchen. Da drin konnte es schlafen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an und wie es nun hell im Häuslein ward, da sahen sie, dass jemand darin gewesen war, denn es stand nicht alles so in Ordnung, wie sie es gewohnt waren. Der erste sprach. Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Und der zweite. Wer hat von meinem Tellerchen genommen? Und der dritte. Wer hat denn von meinem Brötchen gegessen? Der vierte. Wer hat denn von meinem Gemüßchen gegessen? Und der fünfte. Wer hat denn von meinem Gäbelchen genommen? Und der sechste. Und wer hat von meinem Messerchen geschnitten? Der Siebende aber. Wer hat denn aus meinem Becherlein getrunken? Dann sahen sie sich erst einmal um und sahen, dass da eine Delle auf jedem Bett war. Wer hat denn in dein Bettchen gelegen? In meinem auch. Und der Siebende, als er an seinem Bett stand, erblickte Schneewittchen, das da lag und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung und holten ihre Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. Ei du mein Gott. Ei du mein Gott. riefen sie. Was ist das Kind schön. Und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebte Zwerg aber, der schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, und da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, wie heißt du? Ich heiß Schneewittchen, antwortete es. Wie bist du denn in unser Haus gekommen? sprachen die Zwerge. Und da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen, umbringen lassen, und der Jäger hätte ihm das Leben geschenkt, und da wär es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen, willst du in unserem Haushalt für das Rechte sorgen? Kochen, betten, waschen, nähen und sticken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten? So kannst du bei uns bleiben und es soll dir an nichts fehlen. Ja, sagte Schneewittchen, von ganzem Herzen gern und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold, abends kamen sie wieder und freuten sich, daß das Essen bereit stand. Den Tag über war das Mädchen alleine. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen: Hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, daß du hier bei uns bist. Lass niemanden herein! Die Königin aber, nachdem sie Sneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nichts anderes als sie wäre die erste und allerschönste vor ihren Spiegel und sprach Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als ihr. Da erschrak die Königin. Denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte, denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruh. Und als sie endlich sich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief Schöne Ware, feil, schöne Ware, feil. Schneewittchen schaute aus dem Fenster heraus und rief Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen? Gute Ware, schöne Ware, antwortete sie, Schnürriemen von allen Farben und holte einen hervor, der aus bunter seide geflochten war die ehrliche frau kann ich hereinlassen dachte schneewittchen riegelte die tür auf und kaufte sich den hübschesten schnürriemen kind, kind sprach die alte wie du aussiehst komm ich will dich einmal ordentlich schnüren schneewittchen hatte keine arg stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen schnürriemen schnüren aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, daß, dass, dass es dem Schneewittchen den Atem nahm und es für tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf zur Abendzeit kamen die sieben Zwerge nach Hause, aber wie sie erschraken, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie: Die alte Kremasfrau war niemand als die gottlose Königin. Hüte dich und lass kein Mensch herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie sonst Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, daß Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber, sprach sie, will ich etwas aussinnen, das sich zugrunde richten soll. Und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, Klopfte an die Türe und sprach Gute fahre Pfeil, gute wahre Pfeil! Schneewittchen schaute heraus und sprach: Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen. Das Ansehen wird doch noch erlaubt sein, sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kind so gut, daß es sich betören ließ und die Tür öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte, Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen. Das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren. Aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Du Ausgeburt von Schönheit, sprach das boshafte Weib, jetzt ist's um dich geschehen und ging fort. Zum Glück war es aber bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Sneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm, und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Sneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf der Hut zu sein und niemanden die Tür zu öffnen. Die Königin stellte sich wieder vor den Spiegel und sprach. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr. Als sie den Spiegel so reden hörte, Zitterte und bebte sie vor Zorn. Schneewittchen soll sterben, rief sie, und wenn es mein eigenes Leben kostet. Daraufhin ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, daß jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der mußte sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich als Bauersfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen und sie klopfte an. Schneewittchen steckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach: Ich darf keinen Menschen einlassen, die sieben Zwerge haben mir's verboten. Mir ja, auch recht antwortete die Bäuerin. Meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen will ich dir schenken. Nein, nein, sprach Sneewittchen, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor Gift? sprach die Alte. Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen isst du, den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, daß der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen lusterte den schönen Apfel an und als es sah, daß die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin, mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach: Haha, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz, diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte: Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er endlich: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe finden kann. Die Zwerglein aber, als sie nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen, und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund, und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie etwas Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle sieben daran und beweinten es, und weinten drei Tage lang. Dann wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebendiger Mensch und hatte noch so schöne rote Wangen. Sie sprachen Das können wir nicht in die schwarze Erde versenken, und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, und legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und daß es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst eine Eule, ein Rabe und zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als ob es schliefe. Denn es war immer noch so weiß wie Schnee, und so rot wie Blut, und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, um dort zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt. Aber die Zwerge antworteten, wir geben ihn nicht um alles Gold der Welt. Da sprach er, so schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben ohne Schneewittchen zu sehen, ich will es ehren und hoch achten wie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn von seinen Dienern auf die Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelkrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete sie auch die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und ward wieder lebendig. »O oh Gott, wo bin ich?« rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, Du bist bei mir, und erzählte, was ich zugetragen hatte, und sprach, Ich hab dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden. Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Fest wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach, Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ward ihr so Angst, so Angst, daß sie sich nicht zu lassen wußte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie mußte fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren auch schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt, und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt da mußte sie in die rotglühenden schuhe treten und so lange tanzen bis sie tot zur erde fiel